Das Rätsel, warum hier eigentlich so wenig Leute sind und warum hier so viele verlassene Hütten rumstehen, ist übrigens gelöst. Geilo, also der Ort, in dem ich mich gerade befinde, das ist einer von Norwegens größten Skifahrerorten. Ja, im Winter brummt hier richtig der Bär, da jagen die Leute von den Pisten. Und Sommertourismus und schon gar nicht Herbsttourismus, das scheint hier nicht so ein richtig großes Ding zu sein. Bin hier gestern noch durch die Straßen gelaufen, viele Restaurants haben zu. Also ich möchte jetzt am liebsten eine Woche bleiben. Also das gefällt mir hier richtig, richtig gut. Aber gut, ein Roadtrip ist halt ein Roadtrip, ne? Hallo, ich bin Matthias und das ist mein Roadtrip durch das schöne Norwegen. So, weiter geht's. Diesmal bin ich auch gänzlich uninformiert, was mich jetzt genau erwartet, aber wenn man sich das so anguckt, es sieht jetzt wirklich sehr bergig aus auf meiner Route. Wir starten hier in Geilo, dann geht es durch den Hallingskarvet Nationalpark und das Ziel wäre hier oben, was ich überhaupt nicht lesen kann jetzt gerade, Lerdalsøyri. Was mich nur wieder stutzig macht, es gibt ja auch noch eine Alternativroute, die ist 7 Minuten langsamer. Die Frage ist jetzt natürlich, welche ist schöner? Also das wäre jetzt hier die normale Route, die er mir vorschlägt. Jetzt gucken wir mal nach der Alternativen. Also stichprobenartig würde ich sagen, sieht nicht schlecht aus, aber die andere sah auf jeden Fall wilder aus. Ich glaube, das ist eher was für mich. Ich sehe gerade, die ist genauso wild. Die ist auch voll schön. Kann mich nicht entscheiden. Es wird jetzt Route Nummer 1 und wenn ihr nichts taugt, seid ihr schuld. So. Übrigens schöne Grüße nach Hause, da wo es gerade wahrscheinlich 20 Grad sind. Hier sind es 5. Unfassbar viele Tunnel, die durch die Berge führen und die sind dann nicht mal so 2-3 Kilometer lang, nein, der hier ist fucking 30 Kilometer lang. 30 Kilometer im Dunkeln. Ich bin jetzt in einem Ferienpark, wo man campen kann, wo man Ferienhäuser mieten kann, direkt am Wasser, da. Und das Geile ist, wie ihr hier schon seht, hier ist niemand, niemand ist hier, keine Familien, keine Kinder, niemand. Ich werde ab sofort meinen kompletten Urlaub nur noch auf September legen. Das ist so toll. Das war ein Teil meines Norwegen-Roadtrips. Wenn ihr noch mehr sehen wollt, klickt mal hier unten, da gibt's die nächste Folge. Und wenn ihr mal woanders mit mir hinfahren wollt, auch kein Problem. Hier unten findet ihr auch das Video von meinem Schottland-Roadtrip.